Der erste Einsatz für die Funkstreife des 1. Polizeireviers Neumünster ist direkt hunderte Meter vom Bahnhof entfernt. Auch heute beginnt die Schicht mit einem Diebstahl. Ja, nochmal zur Ergänzung. Zum zweiten Täter ist lediglich bekannt, ca. 1,70 groß, von schlanker Statur, dunkel gekleidet und eben diesen auffälligen Boxerhaarschnitt. Die Jugendlichen werden von zwei unbekannten Männern in gebrochenem Englisch angesprochen. Der 16-Jährige wird am Hals gepackt, die Männer laufen weg. Dann fällt auf, die goldene Halskette fehlt. Die Beamten machen einen DNA-Abstrich. Aber haben Sie sich schon gedacht, dass das hier nicht mit rechten Dingen zugeht dann? Oder? Ja. Der Zeuge beobachtet den Vorfall von Weitem und verfolgt einen der Täter. Ich habe ein Foto gemacht, bin vorbeigefahren, habe ein Foto gemacht, so unauffällig wie möglich. In der Hoffnung, dass das eben dazu beiträgt, dass dann der Täter gefasst wird. Das konnte ich dann über Funk so an die anderen Einsatzkräfte weitergeben. Und in unmittelbarer Nähe, ungefähr einen Kilometer von hier entfernt, wurde dann eine Person tatsächlich von einer Streife festgestellt, auf die die Beschreibung zutraf. Der konnte sich jetzt nicht ausweisen, sodass er erstmal für weitere Maßnahmen zum 1. Revier verbracht wurde. Ein seltener Glücksfall für die Polizisten, denn häufig sind die Personenbeschreibungen zu ungenau, das Diebesgut im nächsten Versteck verschwunden oder die Täter haben sich schnell umgezogen. Also die Personengruppe, die jetzt hier vorrangig in Neumünster momentan Probleme macht, ist eine Gruppe von ca. 40 bis 50 Personen, teilweise aus dem nordafrikanischen Raum, die teilweise auch nicht mehr in den Landesunterkünften wohnen, sondern im Grunde durch die Stadt tingeln und sich Schlafplätze suchen, wo es gerade passt. Da werden dann teilweise auch Abbruchhäuser bewohnt, wo man einfach nachts so ein bisschen von der Straße weg ist. Dann schlafen die dort auf Matratzen oder auf dem Fußboden und verrichten ihre Notdurft auch dort. Und dies kontrollieren wir dann im Rahmen, wenn jetzt Fahndungsmaßnahmen sind, kommt das immer in unseren Fahndungsbereich immer mit rein. Direkt im als gefährlicher Ort eingestuften Bereich an der Ecke zum Park liegt der Friseur- und Beauty-Salon von Gina Babiak. Innerhalb von 2 Monaten wurde hier 3-mal eingebrochen. Es ist natürlich irgendwie überhaupt gar kein schönes Gefühl. Es ist natürlich der wirtschaftliche Schaden auf der einen Seite und dann aber auch so diese psychische Belastung, dass man immer wieder, wenn man morgens herfährt, so ein mulmiges Gefühl hat, ob wieder was passiert ist, ob alles ruhig geblieben ist. Auch für das Team war das überhaupt nicht schön. Deren persönliche Spinte wurden eben auch ausgeräumt. Es war alles durchwühlt. Da steckt dann ja auch immer viel Arbeit hinter, das alles wieder neu zu bestellen und alles wieder herzurichten. Nachdem die Straftaten in Neumünster deutlich zugenommen haben, wurden Anfang September weite Teile der Innenstadt zum gefährlichen Ort erklärt. Das bedeutet, Polizisten dürfen auch ohne Verdacht Personen kontrollieren und durchsuchen. Gar nichts dabei. Krankenversichertenkarte, ja. Führerschein. Auch Ausweis dabei? Auch zwischen Fußgängerzone und den angrenzenden Parks zeigen die Beamten jetzt vermehrt Präsenz. Geboren am 25.10.2005, 05. Häufig wird hier mit Drogen gedealt. Soweit ich das jetzt beim Kollegen erkennen kann, haben die 3 Personen aber nichts dabei. Die Personen, die haben die Sachen immer an unterschiedlichen Orten versteckt. Ich hatte jetzt eben zum Beispiel noch mal in die Schuhe geguckt von den Kollegen. Da findet man hin und wieder mal was. Oftmals haben die auch 2 Hosen an, dass man da im 2. Hosenbund noch mal was findet. Auch die Kollegen im Streifenwagen bestätigen, die Täter werden immer dreister. Also es ist noch gar nicht lange her, da hatten wir einen Fall im Posttunnel hier in der Nähe des Bahnhofs. Sind 2 Täter an eine Person rangetreten von hinten, haben den auch irgendwie berührt, angefasst, um ihm das Portemonnaie oder das Handy aus der Tasche zu ziehen. Das hat aber nicht funktioniert, weil der Geschädigte das rechtzeitig mitbekommen hat, hat die irgendwie abgeschüttelt. Und die beiden Täter sind im Grunde nur 5, 6 Schritte weiter nach vorne gegangen und dort ging eine ältere Dame, meine ich. Und haben den gleichen Trick sofort bei der nächsten Person probiert, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, dass sie eben gerade noch gescheitert sind und ja im Blickwinkel des ersten Geschädigten noch gewesen sind. Als Unterstützung zu ihrer Arbeit bitten die Polizisten alle Spaziergänger darum, besonders aufmerksam zu sein. In erster Linie geht es darum, Handtaschen nicht offen zu tragen, sondern die vielleicht vor dem Körper festhalten. In den äußeren Taschen keine Portemonnaies, keine Geldbörsen tragen, vielleicht auch auf Schmuck verzichten. Im Kontrollbereich sind die Straftaten in den vergangenen Wochen deutlich zurückgegangen. Die Maßnahme gefährlicher Ort zeigt laut Polizei Wirkung. Ob die Diebstähle und Raubüberfälle nun woanders zunehmen, beobachten die Beamten ganz genau.